Ich glaube, Johnny sitzt ein bisschen zu weit vorne. Und wenn er jetzt da vorne sitzt und du viel krasser aussiehst als ich, dann glaubt dir sowieso keiner mehr, dass du da bist. Und du kannst dich gerne auch nochmal vorher aufproben, wenn du möchtest. Ja? Und warte, da oben rechts hast du ein bisschen Brokkoli. Echt? Eckzahn, Eckzahn. Ich habe heute Nacht geträumt, dass mir vorne hier die Zähne fehlen und hier unten. Da war... Komm, Fatschi, lass uns anfangen, oder? Okay. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist der Johnny Münster zu Besuch hier in Berlin. Wir haben uns dazu entschieden, auf eure Kommentare einzugehen. Wir machen ein Kommentare-Video und werden am Schluss einen Testo-Test machen. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Also dranbleiben. Let's go. Ich habe da ein paar Kommentare rausgesucht, der liebe Tim. Ich habe da ein paar schöne Kommentare rausgesucht, die der liebe Tim uns jetzt vorliest. Das heißt, wir müssen einfach nur reagieren. Ich muss nicht lesen, kann ich ja eh nicht so gut. Und deswegen. Prima. Kannst du lesen? Ich habe Legasthenie. Okay, Scheiße. Ein Kommentar voller Liebe. Auch wenn er sympathisch ist, ist er doch nur ein weiterer Laberkopf, der behauptet, er sei natural. Schön. Darum würde sich übrigens komplett immer drehen, weil dir einfach niemand glauben will, dass du natural bist. Ich habe da schon mal ein Statement rausgehauen. Ich persönlich bin mir auch nicht zu 100% sicher, sage ich ganz ehrlich, weil du einfach verdammt stark bist. 150 Kilo in Bankdrücken für 4-5 Wiederholungen. Über Kopf drücken beim ersten Mal wohlgemerkt, Video ist jetzt hier verlinkt, mit 90 Kilo. 80. 80. Du hast auch schon 90 gemacht. Ja, fünfmal aber. Nach dem dritten Mal. Es ist schon wirklich geisteskrank, das sind krasse Kraftwerte. Auf jeden Fall im Vergleich zu Paul einfach nochmal ein Level weiter. Okay, aber die Hebel sind noch anders. Er hat jetzt viel längere Arme. Ja, gut. Der nächste schreibt hier auch direkt, auf YouTube ist ja eh jeder natural. Achtung, Ironie. Stimmt. Dieser Kommentar interessiert, glaube ich, viele Leute. Erklär doch mal, warum er bei Karlbach gecoacht war und da anscheinend nicht gestofft hat. Karlbach trainiert keine Netties. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass er halt noch keine Netties trainiert hat. Ja. Und dir geht es ja primär darum, bei einem anderen Verband zu starten. Sonst wärst du beim DBFV gestartet, beim Deutschen Bodybuilding und Fitnessverband. Und du willst halt jetzt beim GmbF starten. Und hast dich an mich gewendet, vertrauensvoll. Weil ich schon den einen oder anderen Athleten für den GmbF vorbereitet habe. Das ist der Hintergrund. Den Pauli. Den Rest könnt ihr euch denken, nicht nur Paul Kurey. Ja, ich weiß. Und andere, ja. Apropos Pauli, Jonathan wird ja auch gerne mit Paul verglichen. Hier schreibt einer, noch glaube ich ihm fast, dass er Netty ist, sieht er aber nach der Diät genauso krank trocken aus wie der Paul Unterleitner, dann trinkt er denselben Gummibärensaft wie 80% der Netty-Szene. Also, ganz ehrlich, willst du anfangen? Komm, sag du, willst du was sagen? Ich muss eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich finde einfach bescheuert. Einfach nur bescheuert. Also die Härte der Muskulatur ist ja nicht davon abhängig, ob du Stoff nimmst oder nicht. Du kannst brutal hart sein, abgezogen. Das kriegst du sowohl mit als auch ohnehin. Das ist einfach nur eine Frage der fucking Kalorien. Und Genetik. So. Und nur zum Teil. Du kriegst auch jemanden, der vorher ultra fett war, kriegst auch richtig hart. Das ist am Ende alles eine Frage der Disziplin. Okay, ja, stimmt auch. Also hart kriegst du jeden. Die Frage ist nur, wie das dann aussieht und was am Muskel übrig bleibt. Punkt. Johnny ist der beste Mann, kann schon natural sein. Um das sagen zu können, müsste man echt mal Bilder von ihm, bevor er trainiert hat, sehen. Er meinte, er war früher auch schon der Stärkste. Da kann echt super Genetik im Spiel sein. Wäre cool, mal seine Transformation gezeigt zu bekommen. Vielleicht kannst du mal Bilder raussuchen. Ich glaube, mein Vater hat noch Bilder auf seinem Handy. Ich habe mein altes Handy verloren, aber vielleicht habe ich... Verloren, ja. Nee, ehrlich, ich habe es nicht... Ich habe mir gerade deine alten Snapchat-Bilder, weil Snapchat... Speicherte die alten Bilder mit 16 und 17 angeguckt, da warst du auch schon krass. Also das ist krass, ja wirklich. Ja, mit 17, ja. Ja. Mit 17 warst du sowieso am krassesten. Ob du das jemals wieder schaffst. Er erzählt nämlich immer alles, was er mit 17 alles schon geschafft hat. Weil es meine beste Zeit war. Jetzt bist du mittlerweile 20 und ich verspreche dir, deine besten Zeiten werden noch kommen. Johnny ist ja auch ein großer Fan von Oldschool-Bodybuildern und hier schreibt einer, falls er natural ist, hast du hier den weißen Ronnie Coleman vor dir. Jo. Yeah, Buddy! Kannst du das so bestätigen, Johannes? So von der Linie her und so? Man kann Menschen nicht miteinander vergleichen, das ist ganz schwer. Aber Johnny hat eine richtig geile Linie und Struktur, die du als solches ja nicht, auf die du keinen Einfluss hast. Ja. Du kannst zwar trainieren, aber Schulterbreite, die Muskelform, Köpfe, wie, wo die anfangen und enden, das kann man nicht trainieren. Das hast du, das hast du nicht. Aber ein Ronnie Coleman ist halt einfach ein fucking Ronnie Coleman und der King of all times. Sich damit zu vergleichen. Ich glaube, er hat letztens gesagt, dass er nichts genommen hat und Nettie war. Achso, ja, okay. Das ist natürlich okay da. Am Tag X. Was am Tag X? Am Tag vom Wettkampf hat er wohl ja wahrscheinlich. Achso. Aber da hat er wahrscheinlich auch irgendwas Entwässerndes genommen oder so, weiß man nicht.
Man steckt ja nicht drin, aber das ist wahrscheinlich die Ironie der ganzen Geschichte. Ne? Also wenn du neben Jungs stehst, die wahrscheinlich alle irgendwas genommen haben und dann krasser bist, und zwar zwei Level, dann ist die Vermutung schon recht naheliegend, muss man einfach so sagen. Ich habe ein Foto, ich glaube, da war ich 18, auf dem Handy, da stand ich neben Johnny Jackson und mein Latt war breiter als seiner. Ja, ich sag mal, apropos breit, hier schreibt einer, jedes Jahr werden die Nettis stärker und breiter. Ja. Ja, weil immer mehr auf die Szene kommen quasi, weil mehr gefunden werden. Das Internet regelt, Leute. Es ist so geil. Paul Unterleitner habe ich über Instagram kennengelernt. Dich habe ich über... Ich habe mich ja schon mehrfach getroffen. Erdschan, wir sind uns mehrfach schon vorher begegnet. Erst bei Erdschan im Gym, dann auf der FIBO. Letztes Jahr auch nochmal. Also du hast mich quasi gestalkt. Vor dem Internet hat man halt auch nicht breit, mitbekommen, wer breit ist überall. Ja, die standen irgendwann auf einem Wettkampf und waren halt einfach da. Und du hast gedacht, fuck, wo kommt dieses Monster her? Und jetzt weißt du immer schon vorher und siehst das. Und das ist halt das Geile am Internet. Ne? Du findest die Talente, die machen ein paar Bilder so. Und dann kannst du die schon raussuchen. Ich suche mir natürlich nur die edlen Tropfen raus. Ist ja auch klar. Ganz lustig nur zum Hinzufügen. Vor 4 Jahren bei deinem Video hat man gesehen, wie ich im Hintergrund versucht habe, mit 40 oder mit 50 Kilo... Das waren bestimmt 60, so wie ich das sehe. Nee, mit 40, 50 Kilo SZ French Press zu machen. Habe ich leider verkackt. Also, wenn ihr es angucken wollt, schaut nochmal gerne das Video an von damals. Ich muss nicht gucken, ob ich das noch finde. Wenn nicht, blende ich es vielleicht ein. Hier schreibt einer, da bei der GmbF nur Naturalathleten sind, muss er ja natural sein. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch über ein Jahrzehnt lang nicht geglaubt. Er sagt, das ist alles Fake-Shit, bla bla bla, du kannst ja auch rechtzeitig absetzen, bla bla bla, da gibt es bestimmte Absetzzeiten, dass du dann 30 Tage vorher irgendwas nicht mehr nimmst und so. Das ist alles richtig. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt Random-Kontrollen. Das heißt, wenn du dort angemeldet bist bei dem Verband, komm dir einfach mal so eben schauen. Ja. Und zwar nicht nur vor dem Wettkampf. Ich habe halt eben auch zugestimmt. Ja, ja. Und das ist halt das Ding. Zu Hause oder, keine Ahnung, auf der Arbeit. Die können jederzeit vorbeikommen und dann hast du keine Chance. Das ist halt ein extremes Risiko, was du eingehst. Da hängt halt viel von ab. Und für mich ist es halt auch ganz geil, weil so kann ich mich absichern. Das heißt, du wirst dich definitiv beim GmbF anmelden, unabhängig davon, ob du jetzt im Frühjahr oder im Herbst startest, damit wir einfach sicher gehen, dass du natural bist. Denn ich kann es nicht zu 100% bestätigen. Das muss man halt einfach prüfen. Deswegen machen wir jetzt hier auch diesen Testosteron-Test von Cereskin. Wir gehen der Sache auf den Grund. Ja, scheiße, Leute. Ist kein Bluttest, ist ein Speicheltest. Und ihr müsst auch direkt nach dem Aufstehen machen. Ist also, war richtig gut vorbereitet. direkt nach dem Aufstehen, 30 Minuten später und nochmal eine Stunde später, kann Zähne putzen, vorher irgendwas essen, also ein bisschen nüchtern. Alles und dann sind wir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vlog das Ganze einfach. Okay. Ja, okay. So, Leute, wie abgemacht, werde ich morgen in der Früh den Testo-Test machen. Richtig geil auf jeden Fall. Ich muss um 23 Uhr schlafen gehen und um 8 Uhr spätestens aufwachen, damit ich dann hier den Test auch wirklich gültig machen kann. Guten Morgen miteinander. Ich bin gerade aufgewacht, habe gerade einen Schluck Wasser getrunken, direkt die Chemnitz angemacht. Ich habe hier meine Behälter, diese kleinen Röhrchen, in die ich meinen Speichel einfüllen muss. Das ist natürlich ganz lustig. Öffnen Sie den Speichel, ein Speichelröhrchen. Nehmen Sie einen Strohhalm zur Hand, spülen Sie den Mund mit klarem Wasser und warten Sie, bis sich Ihr Speichelfluss wieder normalisiert hat. Füllen Sie das Röhrchen mit Hilfe des Strohhalms bis oben hin mit Speichel. Ohne Schaumbildung oder abzüglich Schaumbildung. Viertens, verschließen Sie das Speichelröhrchen durch Aufschrauben des Verschlussdeckels. Das, also der Schaum geht bis hier ganz nach oben. Und da fehlen 2-3 mm, also alles gut. So, Schritt 9. Legen Sie mit dem Speichelproben gefüllte Transportröhrchen in den Umschlag. Behalten Sie die Aktivierungskarte. Sie benötigen diese Aktivierung Ihres Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig. Schließe diese Folie ab. Mach das Teil jetzt hier zu. So, Leute. Also, ich habe gerade einen Briefkasten gefunden. Hier ist das Ding. Werde ich gleich einwerfen. Was ich nur ansprechen wollte ist, wenn wir die Testergebnisse haben, dann werden wir diese so schnell wie es geht im Video von Johannes auswerten. Scheiße, das passt nicht rein. Doch. Boom. Okay, Johannes, zurück zu dir ins Studio. Danke, Johnny, zurück im Studio. Wir müssen natürlich sagen, Leute, ganz ehrlich, wir haben jetzt viele negative Kommentare vorgelesen, aber es waren natürlich auch viele positive. Du hast unheimlich viele Daumen hoch bekommen. Viele finde ich mega sympathisch. Die, die es nicht tun, haben einfach wahrscheinlich ein Problem mit sich selbst oder mögen
selbstbewusste, selbstsichere Menschen nicht, ja, weil sie ein bisschen verunsichern. Kannst du aber nichts machen, ne? Ja, leider nicht. Musst du auch gar nicht sein, einfach du selbst mach dein Ding. Du hast jetzt ja einen YouTube-Kanal eröffnet. Das Video zu GmbF kommt auch, wenn du dich dort anmeldest und dann immer jederzeit Kontrollen kommen können. Ich bin super happy. Ich glaube, der Junge wird noch richtig brennen. Er wird auf jeden Fall Training durchziehen, weil du bist ein komplett geistesgestörter Typ. Danke. Im positiven Sinne. Und das ist eine Sache, die mich auch, du brennst halt auch für den Sport und zwar richtig. Meine Liebe, ja, meine Leidenschaft. Ja, ist halt nur mit Oldschool-Pumpern zusammen gewesen. Als Kind schon in der Trage ins Studio geschleppt worden. Ja, vom Papa. Vom Papa so. Insofern, ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Und mit eurer Unterstützung sowieso. Ne? Also schaut mal bei ihm vorbei. Bei Instagram, Johnny Münster oder auch bei YouTube. Ansonsten, mich habt ihr wahrscheinlich schon abonniert. Wenn nicht, einfach abonnieren, Glocke nicht vergessen. Wir sind raus. Vielen Dank für euren Support.